Produktmanager und Projektmanager Rail Solutions. Das heißt, ich bin einer der Rail-Experten bei uns im Haus. Also, ich habe schon immer gern, oder was mir schon immer sehr am Herzen gelegen ist, ist Software zu entwickeln, die der Kunde oder der Anwender tatsächlich gerne verwendet und dass die Software für ihn auch nützlich ist für die tägliche Arbeit, die er so macht. Das andere Thema ist, ich spiele gerne das Bindeglied zwischen Entwicklung und dem Anwender. Der erste Bereich, also als Projektmanager, ist die klassische Projektleitung, Projektorganisation, das heißt organisatorisch, Ressourcen planen, Budgetplanung, Angebote schreiben, aber auch dann mit den Kunden die Anforderungen ja, herauszuarbeiten, ein bisschen zu challengen, was sie sich so wünschen. Und auf der anderen Seite im Produktmanagement die Weiterentwicklung oder Neuentwicklung von Modulen für die Rail Solutions. Ich bin ja noch nicht so lange bei der BUM, also meine ganzen Projekte laufen noch, aber besonders stolz bin ich auf mein größtes Projekt bei der DB Cargo, und zwar das ISBM. Das ist so ein bisschen. Grundsätzlich sollte man die Instandhaltung mögen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Start. Und je nachdem, in welchem Bereich man dann tätig ist, zum Beispiel wenn man jetzt in den Bahnbereich kommt, da wäre es gut, wenn man das interessiert. Also das heißt, da geht es nicht um Zugfahren und Tickets kaufen, sondern wirklich alles, was dahinter liegt. Also ja. Alles, was dazugehört, damit der Zug überhaupt auf Schiene kommt und von A nach B Leute oder Güter transportieren kann. Also so ein richtiges Motto habe ich glaube ich nicht. Aber was für mich ganz wichtig ist, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen. Das heißt, ein Miteinander in der Entwicklung, also intern mit den eigenen Leuten, dass es ein Miteinander ist, aber auch mit dem Kunden, dass man gemeinsam miteinander versucht, die Lösungen zu entwickeln.